Aber jetzt, ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen können. Doch, warte, gleich haben wir es. Komm, 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 komm! Kauft weiter den Scheiß! Ja! Ich glaube, wir haben es. So, wir müssen es haben. Alter. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, warum wir so in den Miesen sind. Alles klar, in einem Monat kommt ein VIP. Sehr gut. Oh nein. Repariert den Scheiß. Aber schnell. Der VIP ist da, ist außer Betrieb, ja. Der Name ist Moni. Oh fuck. Schneller, Mechaniker. Schneller. Bin in Eile. Ja, gut. Läuft alles nach Plan. Boah, okay. Der Express wurde jetzt gerade repariert. Wo ist der VIP? Ja. Oh, ist er schon da? Ja, ist schon da. Okay, da ist der Basten schon wieder raus. Oh, wir haben einen neuen Laden. Okay, gut. Man muss zugeben, den Jana-Popschum kann man sich prinzipiell auch schon bei den anderen Läden kaufen. Ja, wir haben gutes Wartungspersonal. Das Ding war ja auch nicht kaputt, als du angekommen bist. Und der prompt erhalten wir auch noch die Auszeichnung sicherster Park. Alles easy. 3 Euro. Okay. Okay. So, Indianerkopfschmuck. Und den stellen wir hier hin. Und dann stellen wir den Indianerkopfschmuck auch. Okay. Das Ding ist im Arsch. Das kann ja mal passieren. Gut, sinnvolle Bahnen haben wir immer noch nicht freigeschalten. Nee, das ist ja echt ätzend. Jetzt muss ich ja nur noch schauen, wie viele Leute schon Sachen haben. Also was ich immer enorm auf die Besucherzahlen. Also ob jetzt einfach alles kaputt geht in diesem Park. Natürlich. Alles klar. Insektenhaus, das ist auch wild. Wir könnten auf jeden Fall mal Klos bauen. Oh, ein Doppeldeck-Aussichtsturm. Das ist sogar eine Attraktion, die wir nach meinen Idealen bauen können. Deswegen bauen wir ihn auch gleich mal. Die Frage ist nur, wo bauen wir ihn hin? Irgendwo da wäre cool. Alles klar.
Alles klar. So. Und go. Okay. Na komm. Ah. Warte, aber ich dachte, die Läden sind noch zu, oder? Genau, die sind zu. Ich würde mal sagen. Oh, die bauen wir gleich mal. Ich würde mal sagen, oh, da will ich was sagen und dann kommt eine neue Attraktion. Und mein Plan wird instant von mir über den Haufen geworfen. Alter. Die Dinger sind hier prinzipiell auf der gleichen Höhe, oder? Wenn ich das so richtig sehe, sind die das auch. Okay, so passt das. Perfekt. Alles klar. Mehr Besucher. Das heißt, im August bauen wir die Läden wieder auf. Und dann hoffe ich, dass wir wieder einen Gewinn haben mit dem Tal, mit den Zeugs. Wir brauchen mehr Essenstände. Das ist an sich richtig. Okay, wir haben eine Basisparkwertung von minus 100. Okay. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Wie gesagt, das sind so die kleinen Tricks. Denn wenn niemand den Merch hat, dann kaufen sich mehr Leute den Merch, weil halt mehr Leute noch nichts haben. Weil wenn jemand schon Western hat, kauft er sicher keinen neuen. Das ist der Trick, dass man die Läden halt nur einen Monat offen hat. Und damit dann halt 31 Euro und jetzt machen wir auf. So, Finanzen. Steigt die Spannung. Schaffen wir die 150 oder schaffen wir sie nicht? Ich glaube, wir schaffen sie. Sobald wir hier auf über 150 sind, schließen wir die Läden wieder, damit wir mit den 200 nicht mehr so lange warten müssen. Boah, Alter, das ist schon ziemlich dreist, was ich hier mache. Also ich hoffe, dass wir nicht wirklich nur einen Gewinn machen. Also dass es nicht um Reingewinn geht. Also dass es halt nur um den Reingewinn geht und nicht um Gewinn minus Einkaufspreis. Weil wenn das so berechnet wird, dann habe ich echt ein Problem. Es wird so berechnet. Alles klar, scheiß doch die Wand an. Ich brauche da mindestens dann 300 Euro Einnahme für den Scheiß. Ach, halt doch die Fresse. Fuck. Das ist doch scheiße. Weil wir haben wieder so viele Leute diesen Merch. Also entweder ich probiere jetzt halt dann nochmal im Oktober. Leute, Alter, mal ganz ehrlich, ich
jetzt einfach mal neue Reinigungskräfte ein. Damit eventuell mal hierfür bei Abfall unterbrochen ist. Damit wir da jetzt mal besser dastehen. Das geht echt gar nicht so. Okay, YOLO. Jetzt muss es klappen. 20 haben wir schon. Oh, das wird wenig werden, glaube ich. Wird das was? Sind wir jetzt ein Drittel rum? Das Drittel des Mondes ist schon um. Wir sind erst bei. Oh Gott, das wird knapp. Oh Gott, wird das knapp. Also im August hätten wir es sicher geschafft, einen Reingewinn zu erzielen. Aber jetzt. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen können. Doch. Warte. Gleich haben wir es. Komm, 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 komm! Kauf weiter den Scheiß! Ja! Ich glaube, wir haben es. Wir müssen es haben. Alter. Ja, mit dem Ding über 200 zu kommen, wird echt zäh. Heidewitt. Oh nein, 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 die müssen auf grün bleiben. Die muss ich zumachen. Okay, wir haben sehr viele neue Sachen, aber keine davon, die wir wirklich brauchen. Easy. Gut, der VIP hat natürlich wieder seine Standardroute. Das ist klar. Frage ist nur, wann kommt der VIP an der Bahn an? Jetzt war er da. Okay. Gut, das hat schon mal geklappt. Die Bahn ist nicht. Okay, warte, die Bahn kann noch kaputt gehen, wenn er drauf ist. Was an sich echt scheiße wäre, wenn das passiert. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass sowas noch tut. Also. Ne? Und wir haben einfach keine Bahnen, die wir bauen. Ja doch, wir haben eine achterseitige Führung. Das muss ich dafür freispielen. Frisches Blut. Oh, ah, ja. Ich will nicht. Der ist wirklich ganz gut. Ach komm, das Ding bauen wir. Klappt das hier? Nee, zu wenig Platz. Okay, dann müssen wir irgendwie das Sonnen auf die Seite bauen. Easy. Okay. Also nur noch schauen, dass wir irgendwie ins Jahr 4 kommen und dann am 31. Juli die Geschäfte eröffnen. Um dann fett Merch zu verkaufen. Ja, schon das Grid an, damit ich hier auch runterkomme. So.
zu, oder? Ja. Alles klar. Dann kommt hier noch mal ein Sheriff Balloons hin. Und noch mal ein Westernhüde. Und noch ein Geldautomat. Und noch ein Klo. Und noch ein Erste Hilfe. Und noch ein Weg. Und dann muss ich die Teile erst noch aufmachen. Easy. Soll man sich schauen, dass da irgendwie Leute hinkommen? Alles klar. Ich habe hier nur Waldsachen, oder? Alter, das ist doch echt nicht normal. Na gut, wir könnten hier auf jeden Fall noch. Kann ich noch eine Gonga schnell? Was kann ich denn hier machen? Auf jeden Fall, wir bauen hier auf jeden Fall andere Bahnen und Attraktionen. Jetzt zum Beispiel so ein Monster Truck. Die Teile kommen eigentlich immer gut an. Läuft auf jeden. Alles klar. Okay. Wir haben gut Leute im Park. Kann man nichts sagen. Die Frage ist halt. Okay. Das sehen wir schon mal aus. Wie viele Leute haben denn den Merch jetzt gerade schon da? Hier glaube ich ein Waschbär, oder? Ne, die hat gar nichts. Gut, alles klar. Natürlich fällt genau jetzt der Scheiß aus. Ich könnte kotzen. Boah, ja, egal, wir riskieren es einfach. Ah, komm schon. Finanzen. Ah, Alter, allein 12 Euro von. Alles klar, also wir müssen ja ungefähr 300 Euro schaffen. Um mit 200 Gewinn rauszukommen. Und das ist schon mal die Schwierigkeit. Also die 100 Gewinn hätten wir schon. Ah, das heißt, es ist eine schwierige Sache. 200 Euro ohne Ausgangspreis hätten wir auch. Also da muss jetzt ungefähr eine 300 stehen, damit das überhaupt funktionieren kann. Wahrscheinlich auch noch mehr. Wir brauchen sehr sicher noch mehr als 300. Ja, wir brauchen über 300. Aber wir schaffen es. Ja, erst einmal.
Wir haben das Szenario durch. Easy, Leute. Man muss etwas taktisch spielen und man darf den Merch halt nicht kontinuierlich verkaufen. Das gehört zum Spiel, diese ganzen kleinen Tricksereien. Es fliegen hier überall die Balkons, die Ballons können sie sich alles noch kaufen. Und ja. Ah, dass die Monster Trucks nochmal so Besucher in den Park kurbeln, hätte ich nicht gedacht. Ich bin auch sehr gespannt, wie viele Sachen die ihr verkauft habt. Oh Gott, haben die viel verkauft. Alter. Oh, fuck. Ja, nice. Die haben auf jeden Fall gut Gewinn gemacht. Wenn du die Betriebskosten hier hast. Und du hast schon einen Gesamtgewinn von so viel. Also die da hinten, die haben es richtig rausgerissen, die beiden Shops. Ich bin uns mal gespannt. Ich lasse einfach mal den September noch durchlaufen, um zu schauen, wie viel Merch wir jetzt hier als Reingasgewinn verkauft hätten. Wir hätten es nicht geschafft. Wir hätten keine 300 geschafft. Keine 200 hätten. Nein, wir hätten keine 200 geschafft. Als der Gewinn immer weiter in den Keller geht. Aber das zählt ja nicht. Wichtig ist, dass wir durchhaben. Von anfangs 50.000 Euro ist quasi nichts mehr da. Deswegen würde ich sagen, verpissen wir uns aus diesem Ding hier. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und ciao.